Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in Nimby Rails. Wir bauen unser. Ja, im Moment sind wir in Niedersachsen beschäftigt. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wir haben aber, wie angekündigt, die ganze Welt zur Verfügung. Man sieht, wir haben einen ganz kleinen Ausschnitt bisher geschafft, wenn man sagen will. Wir bauen ja ein bisschen strikt nach. Und ich bin bisher gekommen von Hannover bis Nienburg. Und der Seidenspinner, der auch dabei ist, kümmert sich gerade so um Bremen und ist Richtung Oldenburg bisher gekommen. Genau. Ich bin ehrlich gesagt noch so ein bisschen überlegen. Bevor ich darauf mit anfange, ich weiß, ich war gerade kurz abwesend, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast oder nicht, aber falls ihr selbst Nimby Rails habt und auch Videos dazu macht und ihr dabei sein wollt und mithelfen wollt, hier die Karte ein bisschen zu bepflastern, dann lasst es uns gerne wissen. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, mit dran zu bauen. Genau, also wir würden das gerne so ein YouTuber-Projekt machen, sage ich mal, wo alle so ein bisschen, wenn sie so ein bisschen die Videos zu dem Spiel machen, eventuell dann auch Videos dazu machen, wie sie das so bauen und so. Da hätten wir Bock drauf. Und dass viele verschiedene Kanäle da sich so beteiligen und an dieser Strecke bauen. Alle Zugkanäle können sich gerne, oder alle Kanäle, eigentlich ist egal, also alle YouTube-Kanäle. Ne? So. Aber es geht ja vor allen Dingen wahrscheinlich eher Leute machen, mitmachen, die sich so doch eher mit dem Thema Züge beschäftigen. Mhm. Sonst kann ich denke, auf so einen Shooter-Kanal passt das eher nicht so. Gut, ich überlege gerade, dass ich diese Folge vorhabe. Wir könnten uns ja weiter darum kümmern, dass wir die Strecke hier hochbauen. Also, dass wir Richtung Bremen kommen. Mal. Das wäre ja ganz schön. Wir müssten dann gucken. Jetzt muss ich halt wirklich nachgucken, wo die Strecke lang geht. Das kann sein, ein bisschen dann schneide. Aber weil ab Nienburg bin ich raus. Das heißt, da muss ich jetzt wirklich gucken, wo die Strecke im Original lang geht, wo die Bahnhöfe dann auch liegen. Sind ja jetzt eher so Regionalbahnhöfe, bis hier ging ja die S-Bahn. Und dann gucken wir mal. Ne? Was hast du in dieser Folge ungefähr vor? Ich habe vor, die Strecke, die bis nach Bad Zwischen angeht, was heißt zu bauen? Ich habe sie schon gebaut in der letzten Folge. Ich werde jetzt einfach da Züge draufsetzen und eine neue Linie machen und drauf Züge einsetzen. Wird dann nicht ganz so perfekt sein, einfach aus dem Grund, weil wieso? Also Stops, nicht Wegpunkte. Einfach aus dem Grund, weil einfach aus dem Grund, weil prinzipiell gesehen, glaube ich, nur ein Zug pro Linie, die ich jetzt bereits gemacht habe, fahren würde. Allerdings halt so getimed, dass es, dass da ein kompletter Intervall von 60 Minuten ist, so, ne? Also, bin noch im Überlegen, ob das machbar ist, dass ich irgendwie, ob das bereits jetzt schon machbar ist. Im Verlauf kann man das dann ja auch einstellen und so weiter. Aber das wäre zumindest so ein Ding, wo ich zumindest erstmal andeuten würde. Und im Verlauf des Early Access, wenn neue Updates und so weiter kommen, dass ich dann das dann halt anpasse. So, das, ne, ist ja erstmal so der Rohbau, der grobe Rohbau. Und wenn es dann Neuigkeiten und Neuerungen gibt, dann wird natürlich da auch ein bisschen angepasst werden. Denke ich mal so auch bei dir. Genau, und ich werde dann auch ein bisschen was gucken, ab und zu noch ein bisschen was bauen. Ich will sagen, ich bin letztes Mal in Nienburg stehen geblieben, Nienburg-Weser. Ich habe hier im Hintergrund die Open Rail Map auch offen, die mir so ein bisschen dabei helfen wird, jetzt rauszufinden, wo denn hier weitere Bahnhöfe liegen. Dass wir hier auch die Regionalbahnen und so fahren lassen können. Ich sehe hier nämlich viele Bahnhöfe, sehe ich auf der Strecke nämlich nicht, ehrlich gesagt. Wir haben dann hier Hase, ach hier ist Oistrup. Scheint hier der nächste Bahnhof zu sein von Nienburg aus. Gibt es da eine Strecke, die hier rausgeht? Wo geht die denn eigentlich hin? Also von Nienburg raus gibt es eine Strecke, die rausgeht. Die geht auch ziemlich weit. Okay, naja gut, ist egal. Auf jeden Fall, Oistrup wäre das nächste Ziel. Und da wird ja wahrscheinlich eher eine Regionalbahn fahren oder so. Da habe ich jetzt auch keine Ahnung, was da fährt. Da müsste ich das auch nochmal nachgucken. Aber mein Ziel ist ja Bremen. Mein Ziel ist immer noch Bremen. Dörrwerden ist noch ein Bahnhof. Falls ich Bahnhöfe übersehe, und dann sind wir schon in Pferden. Also das ist tatsächlich, das ist nicht so viele Bahnhöfe auf dem Teil, weil Oistrup liegt hier oben.
Dorf werden und dann Pferden. Also das ist ja tatsächlich wenige Bahnhöfe auf der Strecke. Also das sind jetzt alle Bahnhöfe, die ich gesehen habe. Ich hoffe, ich habe keine übersehen. Drakenburg vielleicht noch, ich guck mal. Und dann sind wir eigentlich schon, in Pferden sind wir dann ja eigentlich schon auf dem halben Weg in Bremen. Das ist ja dann wirklich nicht mehr weit. Ja. Also vielleicht kriegen wir es ja heute hin. Mein Ziel wäre, Pferden heute zu erreichen. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich eine Bundesstraße, keine Ahnung. Jetzt geht's hier runter durch tatsächlich. So drüber, das passt ganz gut. Wir bleiben einfach ebenerdig. Ich baue jetzt hier keine Viadukte oder so. Warum baue ich eigentlich so weit links? Wir haben doch gar keine vier Gleise. Ich würde hier gerade wieder so viergleisig dran denken, aber ich baue so ein bisschen weiter in der Mitte. Wir haben, glaube ich, hier nicht viergleisig. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Oder bin mir ziemlich sicher. Der zweite Zug von der letzten Folge, der fährt auch in 12 Minuten los. Also der wird jetzt sofort losfahren. Ich muss sagen, ich habe beinahe auch irgendwie auf eine halbe Stunde, aber im Moment fahren die noch alle zusammen. Das werde ich gleich auch nochmal gucken, das wird ein bisschen korrigiert kriegen. Dann hier in Schierbrook, hier bei Burgholzberg, hier bei der bei der Hude, genau, bei Hude, dann haben wir noch Wüsting und dann sind wir schon wieder bei Oldenburg und dann fehlt im Grunde genommen nur noch Oldenburg-Wechleu und Bad Zwischenahn. War das richtige Strecke? Ja. Das ist schmal hier, ne? Das sieht fast eingleisig aus, aber das ist eine Hauptstrecke, die ist nicht eingleisig. So, interessant. Ist das hier vielleicht ein Bahnsteig? Nee, glaube ich nicht, ne? Das sieht ja aus wie so ein Vasarium. Was ist denn ein Vasarium? Das klingt nach Wasser. Vasarium Drakenburg. Gibt es hier eine Haltestelle, einen Bahnhof? Vermutlich nicht, keine Ahnung. Ich schau mal ganz kurz nach. Jetzt das. Rosen, aber Rosen ist auch kein Bahnhof. Nee, das ist alles keine Bahnhöfe hier. Das würde, glaube ich, würde man sehen. Oistrup ist der nächste. Falls ich falsch liege, dann schreibt mir das, wie gesagt, gerne in die Kommentare, wenn ich hier irgendwie Mist baue. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, jetzt geht's hier durch. Ich finde auch, dass die Felder relativ schön dargestellt sind, finde ich. Also für die Grafik des Spiels finde ich das echt angenehm, dass man zum Beispiel die Wälder und die Felder so ein bisschen sieht. Ne? Mhm. Das ist schon ganz nett. Und dann bin ich mal gespannt, wie das Ganze nämlich aussieht, wenn wir nachher dann wirklich da die Strecken stehen haben. Wenn wir dann wirklich viel Verkehr rund um Hannover haben. Weil ich werde nämlich, wenn ich in Bremen angekommen bin, auch erstmal so eine rudimentäre Intercity- oder ICE-Linie einrichten. Einfach zwischen Hannover und Bremen, die sich dann immer noch weiter erweitert. Okay, das Gute ist, ich kann ja auch einstellen, dass der jetzt hier 4 Minuten warten soll, weil so ist es in Realität. Das ist auch sehr nice, dass man hier die Wartezeiten mitnehmen kann. Könnte ich mir auch bei dem anderen nochmal anpassen. Das ist schon eine straighte Strecke hier, ne? Also es ist wirklich schon ziemlich straight, wo wir hier durchgehen. Wenn man jetzt überlegt, guck mal, wie viel Strecke ich jetzt schon gerade geplant habe. Und es geht hier einfach nur straight durch, durch den Wald. Siehst du das? Nee, gerade nicht. Kannst du ja gleich mal angucken. Also das ist schon gefühlt mehr Strecke als in letzten 2 Folgen. Nein, nicht übertrieben, aber... War ja nicht bei 1 Stunde 48 für die Strecke. 1320 Kilometer pro Stunde wollte ich jetzt nicht nehmen. Das wird auch schwierig. Wobei, man darf nicht vergessen, es wird jetzt ja auch gleich... Ich werde den erst den idealen Speed wahrscheinlich sowieso verändern. Wobei, nee, der fährt ja 160 sowieso glatt, ne? Also das sind ja nur estimated travel times. Und was ich später auch unbedingt vorhabe, wenn wir in Folge 3721 sind, möchte ich dann ganz gerne eigentlich auch mal so ein internationales europäisches Zugnetz haben. Also wirklich Züge, die von Lissabon bis Berlin fahren oder so. Das wäre so geil. Dann halten sie in Paris, in Madrid. Ah, es wird geil. Der fährt jetzt zurück, ne? Der fährt jetzt zurück. Der fährt zurück, okay. Also ich frage mich auch, ob das Spiel irgendwann an seine Grenzen gerät. Also, dass wir tatsächlich das dann irgendwann übertreiben. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Der hat ja nichts darzustellen. Hast du so ein paar Züge? Der hat ja nichts darzustellen. Auch nicht schlecht. Die Gleisanlagen. Ach, sind wir in Oistrup? Dörrwerden. Hat Dörrwerden Bahnhof? Das sieht mir nach Bahnhof aus. Ich habe gerade auf die X geguckt, das sieht
da nicht auf Bahnhof aus, aber das ist ein Bahnhof, eindeutig. Okay, interessant. Wo ist Eustrup? Sind wir in Eustrup durchgedonnert? Ja, ich trottel bin einfach in Eustrup durchgedonnert. Da brauchen wir natürlich auch einen Bahnhof. So. Wir den Eustrupper Bahnhof. So im Bau drin gewesen, nicht aufgepasst. Und ich hatte jetzt keinen Bock. Ich hätte jetzt auch erstmal die Strecke Richtung Bremen einfach fertig bauen können. Und dann sagen können, ja, die Bahnhöfe bauen wir später noch rein, aber die vergesse ich dann eh wieder. Ich habe das jetzt einmal nachgeschaut. Lass mich das doch direkt hier die Bahnhöfe auch mit ansetzen. Dann können wir nämlich auch den Intercity fahren, den Regionalexpress fahren lassen. So, jetzt haben wir hier eine Linie, die vor allem zwischen losfährt. Gut, die fährt aber um 123, ne? Die fährt wirklich das, was ich gesagt habe, was sie fahren soll. So, ich muss auch kurz so gucken, wie in Eitz im Museumsbahnhof. Ach nee, das ist hier vorne irgendwo. Das ist für unsere Strecke ja uninteressant. Und wie gesagt, die nächste Bahnhof müsste wirklich Pferden aller sein. Im späteren Verlauf fahren die dann auch hier mit 160 rum. Genau, ich wollte ja eigentlich hier nochmal diese Linie anpassen. Da wäre ja hier prinzipiell. Ich nähere mich immer. Ach, guck mal, die Weser. Muss ja. Machen wir einfach mal hier eine Wartezeit von 2 Minuten raus. Da bin ich auch froh, dass er das anzeigt, wo das Problem ist, dass er das anzeigen lassen kann. Stell dir mal vor, du müsstest jetzt die gesamte Strecke wieder absuchen, so wie Transport-FIFA. Das mache ich auch oft genug. Ja, ist halt auch, da hat man auch deutlich mehr, was man halt hat. Wo, vor allem auch viel mehr Sachen, wo es liegen kann, ne? Mhm. Aber meistens auch, dass du irgendwie ein Gleis nicht vernünftig angebunden hast oder Oberleitung oder so ein Quatsch. Hatte ich neulich auch gehabt in Transport Fever, nicht in Transport Fever 2, sondern Transport Fever, wo ich sowieso schon keinen Bock wirklich drauf hatte, weil ich wusste, okay, wird einfach nur so unfassbar viel Arbeit noch, so dass ich dann irgendwann, ich glaube, anderthalb Stunden habe ich aufgenommen, wie ich gebaut habe, und dann war ich so genervt von dem Ganzen, dass ich dann auch zum Entschluss gekommen bin, so, keine Ahnung, ich habe eh keine Lust mehr auf das Projekt, weil es, keine Ahnung, ja. Ich nehme anderthalb Stunden auf oder so, baue dann halt hier die ganzen Strecken, pack dann halt da die Züge noch drauf und dann das im nächsten Verlauf mache ich dann dasselbe mit den ganzen anderen Güterzugstrecken in einem anderen Gebiet und ja, habe ich dann irgendwie gedacht, gut, dann lasse ich das einfach gleich bleiben und bin jetzt zumindest zu dem Beschluss gekommen, dass ich jetzt sage, okay, ich lege Transportfieber auf ACTA, beziehungsweise machen nur noch die Europa-Kampagne und kümmere mich dann um Transport Fever 2, was halt auch zeitgemäßer ist. 2 Jahre, nachdem das Spiel rausgekommen ist, eh. Ja. Nein. Aber ich finde das auch gut, dass du das zu Ende gemacht hast, da in die Karte. Das war schon mit den, oder dass du soweit gebaut hast, hier die Drei-Flussland-Karte. Mhm. Die hat ja zum Ende, also waren halt nur mit Standardmods, Standardfahrzeugen. Da sagt Shift zum. Ah, Shift funktioniert tatsächlich. Danke für den Tipp. Kein Problem. Ich hoffe, das ist viergleisig in Pferden, aber Pferden an der Aller wird doch wohl einen größeren Bahnhof haben wir 2 Gleise, oder? Gute Frage. Warum hält er jetzt hier 1,40? Na, sogar 6 Gleise hier sehen Sie zumindest. Ich baue jetzt reißt jetzt mal 4 Gleise, das andere zu abdecken. Passt eigentlich zeitlich gesehen, dass der länger hält. Ah, der kommt jetzt gerade wieder und der ist jetzt auf dem Rückweg wieder. Okay, perfekt. Wir haben mittlerweile, bis jetzt haben wir schon 3000 Passagiere knapp von A nach B befördert. Ja, und das sind 1:1, das ist schon... Mhm. Ja, also Bremen werde ich noch erreichen, aber dass die großen Gleisanlagen, das sind alte Leute überall, große Gleisanlagen, große Kreisanlagen, auch Altenheim genannt, die großen Gleisanlagen in Bremen, da werde ich wohl noch ein bisschen dran sitzen, vermutlich. Das wird wahrscheinlich dann diese Folge nicht mehr fertig. Was ist das? Ist das schon Langwedel? Langwedel. Wo ist, liegt denn der Bahnhof? Man sieht das immer ganz gut. Vermutet, das wird der Bahnhof sein. Ja. Ist da ungefähr. Hast du noch deutlich weniger. Deutlich, deutlich weniger. Was denn? Der Bahnsteig, den ich gerade mache. Hier ist Baden.
Der Bahnhof läuft hier liegen. Ah, okay, dann. Has never. Na gut, ich bin einmal nur mit der gefahren, aber heftig so weit. Der nächste dann erst hier in Lea. Sag mal, hast du. Was machst du jetzt gerade noch? Bist du noch bei Regio S-Bahn dran? Ich guck mal ganz kurz. Ja, ich bin gerade bei dem Regionalexpress dran. In Richtung? In Richtung. Ach, hier oben hoch, stimmt. Genau. Dann Emden. Eventuell. Und Norderschmole und wo der hinfährt. Diese dämliche Kacke hier wieder. Da könnten wir fast den Intercity da auch schon bauen. Wir bauen hier echt eine Strecke entlang. Im Moment. Ja, also es ist nicht eine Strecke, aber es ist wirklich. Ne? Da können wir dann auch realistisch Regionalexpresslinien oder vielleicht auch der Intercity fahren lassen. Also der IC2 fährt da, ja? Ich mache einfach schon mal hier das von Papenburg. Irgendwo hier so. So, ja, ja. Aber werde ich gar nicht erstmal nach Papenburg bauen, aber ich baue schon mal den Blueprint. Denn es. Da können wir Schiffe bauen. Müsste doch die Meierwerft in Papenburg sein, oder? Ja. Szenario. Geiler Name. Der Bahnhof heißt Szenario. Was für ein Schwierigkeitsgrad? Wo ist denn diese. Wir sind jetzt eigentlich schon fast in Bremen, ne? Mahndorf. Jetzt muss ich mal nachschauen hier. Bremen-Mahndorf, genau. Das ist der nächste Bahnhof und dann müssten wir schon in Schalpsbrück sein, hier vorne. Hier kommen wir nämlich schon ins Gleisvorfeld Bremen Hauptbahnhof gleich. Wo ist denn jetzt hier Marienhafen? Ach, doch, da oben sind wir. Okay, dann. Bremen-Siebalsbrück haben wir jetzt hier. Und dann nähern wir uns zum Hauptbahnhof. Wir sind echt nicht mehr weit entfernt. Ich freue mich. Hier irgendwo. So. Da. Hier ist ja auch ein anderes Gleis, was hier gerade schon durchgeht. Da müssen wir mal gucken, wie die hier genau liegen, die Gleise. So. Na, jetzt wäre hier wieder ein Curve-Bahnhof wieder perfekt. Wir nähern uns hier weiter Bremen Hauptbahnhof. Oder sind gleich schon im Bremen Hauptbahnhof. Ich würde das sagen, wir binden das auch erstmal an vielleicht. Und wir kommen in Bremen Hauptbahnhof. Welches Gleis ist hier angeschlossen? Ganz links. Ja, wir können ja erstmal die Gleise hier anschließen. Das können wir später noch alles machen mit Weichen hier. Weichenvorfeld. Ich vermute ja, dass man von jedem Gleis dann auch irgendwie rauskommt. Viele Richtungen zumindest. So in etwa. Ich habe gerade Bremen Hauptbahnhof erreicht. Ich muss noch einmal gucken. Irgendwo hat er noch was zu maulen. Ja. Wir im Norden, dann haben wir oben Norddeich und dann haben wir das auch gröbstens schon mal hinter uns. Du baust da bisher nur die Bahnhöfe, ne? Ich baue bisher nur die Bahnhöfe, genau. Okay. Ich wollte gerade schon sagen, wenn du jetzt schon Norddeich wärst, das wäre geil. Jetzt muss ich noch die Bahnhöfe umbenennen. Ach mal, diese Strecke Richtung Oldenburg, die du hier rausgebaut hast, ist wahrscheinlich das einzige Gleis, was da so rausführt, ne? Was? Ja. In Bremen, Hauptbahnhof, das ist das einzige Gleis, was so links rausgeht. Ich bin mir unsicher, ich weiß nicht genau, muss ich nochmal bei Dings gucken. Ich schau mir Bremen Hauptbahnhof mal ganz kurz an. Oder wollen wir erstmal, komm, wir bauen erstmal den Regionalexpress Richtung Hannover. Den Rest können wir später auf Bahnsteig? Ich sehe keinen Bahnsteig im Norden, Norddeich. Da gibt's einen Norddeich, Mode hat nur ein Gleis, soweit ich weiß. Ja, es gibt Norden und es gibt Norddeich und Norddeich-Mole, das ist ja das Ding. Norddeich-Mole ist ja ganz oben an dem Fährhafen direkt. Da steigst du einfach nur in die Fähre um. Gut. Wollen wir die Folge beenden? Sonst würde ich schon mal überlegen, ob wir schon mal die Folge beenden. Dann kann ich nämlich schon mal raussuchen, wie das mit dem RI ist und kann ihn schon mal einrichten. Ja, ich benenne aber eben fix die. Bin ja mal gespannt. Städte um. War natürlich hier Marienhafen. Ja. Hier müssten wir mal gucken, habe ich das richtig eingestellt in den Linien S2, dass da auch, also Hannover 30 Minuten Wartezeit und Neustadt am Rübenberge, Wunstorf, Forkenhofen, Hagen, Linzburg, Hagen, Hannover?
Wait a minute, der will doch da gar nicht rein, oder? Ist doch viel weiter oben, oder? Ach nee, doch, das ist hier vorne. Doch, ist alles richtig. Ja, ich habe mich vertan. Alvese Neustadt. Hä, aber ist Dings doch. Nienburg ist auch angebunden. Wo ist denn Nienburg? Da oben, Nienburg-Weser, genau. Der muss ich nämlich auch noch eine halbe Stunde einschalten, dass die wirklich dann eine halbe Stunde warten, weil die Züge mit, die beiden S-Bahnen mit noch direkt hintereinander fahren. Das soll natürlich nicht mehr so sein. Deswegen halten die jetzt auch eine halbe Stunde in Nienburg und dann sollten sie sich verteilen. Die drei S-Bahnen, die bisher auf der Strecke sind. Gut, wollen wir dann die Folge beenden? Ja, ich hab's fast. Bin mal gespannt, was du, wo baust du hier schon mal? Genau, hier ist Ocholt, Augustfeen, Leer, interessant. Und dann geht es hier hoch, genau, Emden. Hier ist ja dann auch schon wieder fast Niederlande, ne? Groningen, genau. Ja, hier gibt es doch eine Strecke, eine Brücke, die kaputt ist. Irgendwo bei Leer. Also ich habe auch mal gelesen, dass irgendwie die Verbindung zwischen Leer und Groningen gerade unterbrochen ist, seit 5 Jahren oder so, weil da mein Schiff eine Brücke kaputt gefahren hat. Ja, das kann sehr gut sein. Das kann sehr gut sein. So, jetzt noch Ocholt. Ach du heiliger Bimbam. Kleiner ging's nicht. Oder dann mache ich schon mal, wenn du jetzt eh noch ein bisschen brauchst, dann gucke ich schon mal raus, dann können wir nächste Folge das schon mal haben. Ich bin schon durch. Also, Okay, gut. Dann lass jetzt das Offscreen raus. Ich fand das wäre, glaube ich, interessanter, als jetzt die ganze gucken. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir haben Bremen angeschlossen. Das ist mehr, als ich gedacht habe, diese Folge. Und dann werden wir nächste Folge wirklich ein bisschen Regionalexpress bauen. Da freue ich mich drauf. Gut, macht's gut. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss.